Hallihallo, Minecraft-Freunde, und willkommen zu einer Runde Sky Factory 2. Das war zwar wieder nicht kreativ, aber ich habe gerade momentan echt keine Zeit und ich weiß nicht, wie viele von euch die Videobeschreibung von diesem Video gelesen haben. Ich habe offline noch ein bisschen rumprobiert. Ich habe mir, ich glaube, ein bisschen mehr als ein Stack von diesen Tanks gecraftet, die angeschlossen, um dann zu merken, dass es trotzdem nicht funktioniert. Ich habe jetzt hier ganz viel Mob-Essenz, die mir letztendlich erstmal nichts bringt, also außer die Autospawner. Ja, momentan kann ich damit nichts anfangen und das funktioniert auch so nicht. Also ich weiß nicht, wo der Fehler ist, aber die Grinder hören ständig auf zu grinden. Das ist der einzige, der irgendwie ständig funktioniert. Und darum habe ich beschlossen, dass ich jetzt das Ganze umbaue. Dafür mache ich nochmal Difficulty 0, Peaceful. Dann sammle ich das Zeug hier ein. Und wir lösen das Ganze ein wenig uneleganter mit Vakuumhoppern. Das heißt, ich habe hier selbst noch ein paar Speed-Upgrades gecraftet. Ich habe nochmal so ein bisschen Gold, was wir noch in den Truhen hatten, zusammengenommen. Und ja, letztendlich war das jetzt auch umsonst und da wäre ich gerade fast reingefallen. Das hier kann ich abbauen, das baue ich ab. Das Lager hier bleibt noch, aber ich habe schon wieder so viel Crap im Inventar. Naja. Ich werde übrigens diese Folge auch etwas sehr viel kürzer halten, denn wie gesagt, meine Zeit ist so knapp. Ich bin froh, dass ich jetzt ein Video raushauen kann, denn meine ganzen vorproduzierten Videos, die sind so schnell alle, das glaubt man gar nicht. Hier, Vakuumhopper, den brauchen wir. Dazu brauchen wir ein Obsidian, ein Hopper und ein Eye of Ender. Das können wir uns super easy machen. Oh, super schön. Die sind wieder gewachsen, die Ender-Lilies. Ich werde dann demnächst auch wieder mit Magical Crops anfangen. So Magical Crops und ME-System so ein bisschen gleichzeitig machen. Aber jetzt erstmal Blaze Powder. Eins, genau. Oh, ich habe Lootbags. Wetten, da ist nur Crap drin, ne? Oh ne, Dark Steel, das ist ganz cool. Und. Okay. Dark Steel. Und jetzt der Hopper. Ach ne, brauche ich wieder Eisen. Warum leckt es bei mir eigentlich gerade so? Ich habe irgendwie 30 FPS. Habe ich das irgendwie begrenzt? Ne, okay. Wo ist das Eisen? Das ist voll der Nachteil am Vorproduzieren. Ich habe keinen Plan mehr, wo ich die ganzen Sachen hingetan habe. Ich habe irgendwie jetzt eine Woche oder mehr vorproduziert. Ich habe keinen Plan, wo die ganzen Sachen liegen. Okay, da habe ich das Eisen. Holz. Bitte sag mir, dass ich irgendwo noch genug Holz für eine Truhe habe. Ah, warte mal, ich habe... Man kann die hier doch zusammen craften. Habe ich gerade die Transfer noch rausgeschmissen? Ja. So, man kann das hier doch zusammen craften zu Holzblöcken. Genau, und dann geht das wieder. Eine Truhe. Dann einen Hopper. Den Hopper nach da. Ach ne, warte, erst Enderauge. So, dann den Hopper. Genau. Und dann haben wir den Vakuumhopper und was der macht, das erkläre ich euch gleich, wenn ich noch ein paar mehr Transfer Nodes mitgenommen habe. Ich hoffe, ich habe die dort hinten hingelegt. Ansonsten habe ich ein Problem, denn dann habe ich keine mehr. Hier. Also, der Vakuumhopper, der macht... hier sind noch Teile, okay. Folgendes. Man platziert die nach hier und der sammelt alle Items, die irgendwo fallen in der Umgebung auf und sammelt die dann ein. Die werden dann hier drinnen gesammelt und die kann man auch wunderbar wieder mit Speed-Upgrades, mit Transfer-Nodes rausziehen. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt dran, ohne dabei zu sterben? Ich baue mich einfach mit Half-Slap einen runter, das sollte funktionieren. Ich würde das gern von unten dran setzen. Ah, okay, da ist ein Kabel. Das ist auch eine Möglichkeit. So, das funktioniert, hoffe ich, so.
ansonsten mit dem Schwert rausspringen, das hilft auch immer. Und ich glaube, es funktioniert nicht. Ah ne, warte mal. Hier gibt es doch. Genau, Item Outputs. Wo sehe ich jetzt, wo oben und unten ist? Das muss ich jetzt testen. Okay. Ist das in der Seite? Wie kriege ich das denn nach unten? Okay. So. Genau, und da kommt jetzt ein Obsidian rein und jetzt tue ich einfach meine 2 Stack Speed Upgrades mal nach da und verbinde das Ganze so. Und jetzt sollten alle Items hier einsortiert werden in dieses Lagersystem. Das Problem ist, ich weiß noch nicht, wie ich das mit der Trashcan mache, denn ich habe mir das nochmal angeguckt bei Spark und Kev. Und da ist das Problem, dass man das irgendwie, dass man das zweimal umlaufen muss mit so einer Schleife, weil das nicht funktioniert so, nur mit einem Mal. Weil dann nicht alle Items einsortiert werden, das ist natürlich blöd. Ich hoffe, ich habe jetzt hier noch irgendwo Glas, ich glaube, aber nicht. Nee, ich habe nirgends mehr Glas. Ach man, ich will noch mal Glas haben, ich schmelze mal ganz schnell Glas durch. Okay, 12 Stück durchgeschmolzen und die kommen jetzt nach hier. So, genau. Und jetzt kann ich auch wieder Difficulty 2 machen. Und dann sollten hier gleich die Monster runterfallen, an Fallschaden sterben. Und die Monster, die überleben, die haben halt Pech gehabt. Die müssen dann hier unten drinne, keine Ahnung, vergammeln, was auch immer die so machen. Mir fehlt mal wieder das Obsidian, aber das werde ich einfach mal offline fixen, wenn ich irgendwann Zeit habe. Hier die Tanks, die kann ich mal noch alle abbauen. Das sind nochmal extrem viele. Ah, verdammt, die wurden vom Vakuumhopper aufgesammelt. Okay, jetzt sehen wir hier, die ganzen Items werden aufgesammelt. Vom Vakuumhopper direkt rausgezogen mit der Transfer Node dank 2 Stacks Speed Upgrades. Jetzt sollten wir sehen, dass hier gleich ein bisschen Minizio-Essenz noch dazukommt. 22 Stacks. Und ich hoffe doch mal, dass der auch Minizio-Essenz aufsammelt. Oder dass die auch mal Minizio-Essenz droppen. Kommt schon, Monster, fallt runter. So, und auch dieses ganze Kabelzeug und das Obsidian, das werde ich einfach mal offline fixen, auch die Tanks abbauen und sowas. Ha, das wird halt wirklich instant rausgezogen. Das ist echt krass. Okay, ich glaube, der Weg war besser. Ah ja, da kam Minizio-Essenz. Mal gucken. Genau, jetzt haben wir 22 Stacks und 4, das heißt, ich kann auch demnächst gleich mit Magical Crops beginnen. Das wird dann wieder, das wird dann so nice. Magical Crops, das ist so ein geiler Mod. Vor allem richtig OP, ich kann dir mal zeigen, die, lol, ich habe einen Spinnenkopf bekommen. Die, Civizio-Rüstung, die ist so krass OP, dass, du, keine Ahnung, du bekommst damit halt einfach kein Damage. Das ist fast so wie bei Draconic Evolution Mod, du bekommst einfach null Damage. Es gibt keine Möglichkeit, dass du damit irgendwie ernsthaft Schaden bekommst. Also so, Wither, kannst dich hinstellen, kannst dich neben dem Wither AFK stellen und musst keine Angst haben, dass du getötet wirst. Das ist so krass, diese Rüstung. Ich will die haben. Okay, hier hin, da. Genau, Vakuumhopper schön eingepackt. Jetzt will ich mal wissen, was passiert, wenn ich hier ein Item hinwerfe. Hier, es wird auch aufgesammelt. Dann hier ist das und ist das. Und jetzt gucken wir nochmal. Ja, 22 Stacks und 12. Ich werde mich dann hier AFK hinstellen. Ich wollte heute nur in der Folge mal die Mobfarm haben voll funktionstüchtig hinbekommen mit dem Vakuumhopper. Und dann war es nämlich auch schon von dieser Folge. Wie gesagt, sorry, dass die Folge zu kurz wird, aber ich habe echt wenig Zeit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich hoffentlich mehr Zeit habe und die Folgen wieder ein bisschen länger sein können. Bis denne. Ciao, ciao. Warte, den hole ich mir noch. Genau, jetzt. Bis denne. Ciao, ciao.